Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneid euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Jinx. Dank Buffs in Patch 14.18 und dem neuen Collector Opportunity Build hat sie mächtig an Fahrtwind gewonnen. Zwischen 1 und 1,5% Winrate-Zuwachs konnte sie verbuchen, dazu hat sich ihre Pickrate teils verdoppelt und ihre Bunrate sich sogar vervielfacht. Ab zum Abfalleimer der Woche. Das ist Rumble. Drei Nerfs hintereinander hat er mittlerweile kassiert, der im Pro-Play einfach doch immer noch deutlich zu stark war. Und das hat ihn mittlerweile für die Solo-Queue wirklich komplett in die Tonne gehauen. 47% Winrate in Emerald Plus und nur 45 bis 46% Winrate in den unteren Rängen sind wirklich grottenschlechte Werte. Springen wir zum Nope der Woche und das ist Jhin. Seine Bunrate ist in letzter Zeit massiv gestiegen, vor allem auch, weil er bei den Pros äußerst beliebt ist. Er oder Cassante werden aus meiner Sicht der meistgepickte Champion der World sein. Seine Winrate-Werte sind immer noch sehr, sehr hoch, allerdings haben die ganzen neuen Jhin-Spieler, die von ihm keinerlei Ahnung haben, seine Winrate vor allem in Diamond und Emerald ordentlich nach unten krachen lassen. Halten wir beim Broken Pick der Woche und das ist Udyr. Seit bereits mehr als einem Monat sitzt er bei einer extrem hohen Winrate und zunehmend steigt damit auch seine Bunrate. In Emerald Plus hat er einfach mal fast 53,5% Winrate und selbst in den unteren Rängen sitzt er immer noch bei deutlich über 50% Winrate. Zeit für das Item der Woche und das ist Shadow Flame. Shadow Flame wurde in Patch 14.18 relativ ordentlich gebufft und das hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Etwa 0,7% Winrate-Zuwachs konnte das Item verbuchen, dazu ist auch die Pickrate ein ordentliches Stück nach oben gegangen. Bei unserem Fail der Woche müssen wir einmal über das neue Hextech-Chest-System reden. Ja, das Ganze ist jetzt wirklich nicht mehr so besonders neu, allerdings schafft es immer noch nahezu jede Woche ein neuer Post auf die LoL Subreddit Frontpage und wenn ich ehrlich bin, völlig zu Recht. Im Vergleich zum alten System wirkt das Ganze wie ein schlechter Aprilscherz. Riot hatte eh schon über Jahre hinweg Hextech Crafting ordentlich genervt. Früher bekam man aber durch einen einzigen S-Rank von einem selbst oder einem Premade eine Kiste. Jetzt braucht es Minimum 5 Games für eine Kiste. Früher bekamt ihr damit also für 52 S-Games 52 Kisten. Jetzt sind es 52 S-Games und 728 weitere Spiele. Das Ganze ist wirklich nur eine absolute Frechheit, weshalb ich dem Ganzen völlig zu Recht hier den Fail der Woche verleihe. Den Trick der Woche als auch was macht eigentlich Riot, fassen wir heute mal direkt zusammen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die Worlds Pick'ems sind nun da. Etwa 5 Tage habt ihr noch Zeit, um euer Glück bzw. Knowledge unter Beweis zu stellen. Ich bin für euch einmal alle Statistiken der letzten Jahre durchgegangen und habe auch mal alle Celebrities im Leaders Tab durchgeklickt. Bei den Event Picks ist außer bei den Drachen nahezu alles in Stein gemeißelt, wenn man die Experten und Statistiken anschaut. Einzig und alleine bei den Reverse Sweeps sehen die Experten einen Reverse Sweep vorne, obwohl die Statistiken sehr eindeutig für Null sprechen. Bei den Drachen war in den letzten 4 Jahren zusammengefasst der Ocean Drake etwas vorne, da habe ich den genommen, es ist aber mehr oder weniger Glück. Bei den Champions ist Poppy der beste Flexpick, Cassante oder Jhin werden Most Picked sein und Most Banned sind voraussichtlich Aurora oder Syndra. Bei den Most Deaths müsst ihr euch zwischen Rell, Leona oder Nautilus entscheiden, die sind tatsächlich alle statistisch ungefähr gleich auf. Die Highest Winrate hatte das letzte Mal Yone, da habe ich den einfach mal wieder genommen. Neben Yone ist Camille bei den Experten eine ziemlich beliebte Antwort. Bei den Spielern gibt es teils die wildesten Antworten. Carrier für Most Played Champs, Pace für Most Kills und Shobi für Best KDA wurden aber von nahezu allen Celebrities gewählt. Bei den meisten First Bloods liegen Peanut, Quay und Canyon ungefähr gleich auf. Bei den Pentakills sehen alle Experten Pace oder Elk ganz vorne. Bei den Teams haben wir hier in der Firma mal ein kleines bisschen diskutiert und uns auf folgende Auswahl geeinigt. Natürlich könnt ihr hier aber auch einfach Delusional sein und euer europäisches Lieblingsteam unterstützen. Vergesst außerdem nicht die Play-Ins-Picks, wie ziemlich viele Celebrities das gemacht haben. Dort sind MBK, PSG, 100 Thieves und GAM die offensichtlichen Antworten, die praktisch jeder Celebrity genommen hat. Das war's damit auch schon für den Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.